Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Industrial Craft 2. Ich habe schon angekündigt, wir werden minen gehen müssen, weil mir das Ferrous, weil ich kein Ferrous Ore mehr habe. Ferrous. Ja, ich habe. Das hätte ich noch, aber damit kann ich ja schlecht Shiny Metal herstellen. Bezweifle ich jetzt mal ganz stark. Ich kann daraus zwar Invar machen, das ist zwar schön, aber bringt mir halt herzlich wenig. Ich kann hier noch Slag produzieren. Ist halt nicht, gell? Dann geht's ab in die Mine. Ich lasse das jetzt noch auffüllen. Ich könnte das mal kurz wieder auffüllen lassen. So. Halt da. So. Gut, dann gehen wir meinen. Und suchen Ferris. Ich habe schon gar keinen Durchblick mehr. Die Welt ist es, oder? Ah, ne, hier regnet es mir zu viel. Deswegen gehe ich hier nicht hin. Jetzt dann, das war's. Dann ist es. Die da? Ach nein, das war das mit dem Molten Aluminium. Weltenhopping. Dann ist es die da. Ja, es ist die da. Wo ist denn hier? Höhle viel Quarz, genau, da hinten will ich hin, weil dann kann ich gleichzeitig noch Quarz sammeln, weil das brauchen wir gerade auch. So, ui, braune Schafe, dong. Renn halt gerade voll gegen das Ding. Oh, Aluminium. Da ist es, es strahlt gen Himmel. Also, hat ein Flash. Dann gehen wir wieder in die Höhle runter. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie schaut ein Ferris aus. Das ist Copper. Ne, Kupfer habe ich ein bisschen. Brauche ich Eisen? Ich weiß es gerade nicht. Ich brauche auf jeden Fall Ferris. Ich sammle jetzt gezielt Ferris. Das ist kein Ferris. Auf welcher Höhe gibt es Ferris? Ja, da fängt es schon mal an. Hier ist auf jeden Fall zu dunkel. Erstens, wie schaut es aus und auf welche Höhe ist es? Das ist Kupfer, das ist auch ein anderes Kupfer. Hier ist dunkel. So dunkel ist dann doch nicht. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich glaube, hier oben werde ich das noch nicht finden. Ich muss weiter runter. Ich habe mir doch irgendwo mal einen Schacht gegraben. Zinn. Ne, den meine ich nicht. Ich meine den hier. Das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Da schaut auch noch Kupfer aus. Kupfer, Kupfer, Zinn, Kupfer, Aluminium, Eisen, Kupfer. Noch mehr Kupfer, Lead. Wo Lead? Könnt ihr vielleicht was mitnehmen? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Was haben wir hier? Kupfer, Zinn. Die Tiefe. Was ist das? Das ist ein anderes Zinn. Schauen wir mal hier weiter. Habe ich hier noch mehr Lead? Also Blei, Entschuldigung. Ich wollte mir angewöhnen, Blei zu sagen. Noch mehr Blei. Ach, Silber können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Hep. Kupfer, Kupfer, Zinn. Nö. Habe ich eigentlich mein Energy Pack bei? Scheiße, nein. Warum habe ich mein Energy Pack nicht bei? Und wo ist das? Mist, ist ja richtig blöd. Aber mein Enderpouch ist bei, oder? Wo ist meine Enderpouch? Puh. So, jetzt bin ich hier wahrscheinlich am unteren Ende angelangt. Jo, bin ich. Redstone. Kann man immer brauchen. Hallo? Nee. Natürlich muss da noch eins oben drin hängen. Hi, Zombie. Ciao. Dum-dum-dum. Jetzt die Frage, bin ich auf der richtigen Höhe? Das ist Zinn, Zinn. Das schaut nach Ferris. Ferris! Warte, ich habe hier was gehört.
Wo? Da ist er. Ferris. Ferris? Noch mehr Ferris. Ferris. Zinn. Ist hier sonst noch irgendwo was? Schaut schlecht aus. Nee. Wow! Also so leicht gelbliches Erz in noch Pixel-Look. Okay, huch, da juckt es mich am Ohr. Das hätte ich eigentlich gar nicht kommentieren müssen, aber ich habe es trotzdem getan. Oh, Lapis. Moment, scheiße. Welcher hat nochmal mehr? Fortune 3? Dann soll ich das doch glatt mit der hier machen. So, ich suche es mal gezielt. Vielleicht soll ich doch lieber gezielt Ferris suchen, wenn ich sowieso keine Ender Pouch und mein Energy Pack nicht dabei habe. Das ist ja sowieso sehr mysteriös. Wo habe ich das hingelegt? Ich kann mich da nicht daran erinnern, das überhaupt abgelegt zu haben. Ah, oh, Zertus, das. Ja, okay. Ja, ein bisschen da kann man schon mitnehmen. Zack, voll mit Fortune 3. Soll da genügend mit bei rausspringen. Huch, warum habe ich das jetzt eingesammelt? Weiß es nicht. Das Gold. Stimmt, Gold hatte ich doch auch mal ziemlich im Mangel. Das sollte ich auch mitnehmen. Also ohne Energy Pack wird das hier eine sehr kurze Tour. Doing, doing. Fledermaus. Tada. Habe ich nicht davor irgendwo hier noch Gold gesehen gehabt? Ach nee, das habe ich eingesammelt, okay. Ich muss auch aufpassen, dass mein Electric Jetpack nicht leer geht. Das nochmal Quarz. In Unmengen, muss man schon fast sagen. Ich brauche hier irgendwie den hier. Noch mehr Lied. Warten wir mal kurz so, dann nehmen wir nämlich beide auf einmal. So, und das schlage ich jetzt mal kurz so ab. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was davon, kann ich wieder ein paar Pattern machen. Aluminium, Silber, Samir, Zinn. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Ich glaube, mit 25% geht das doch raus, oder? Aus dem Ferris. Da ist. Ne, das ist Kupfer. Scheiße, das sah bloß ähnlich aus. Ein Creeper. Kopf. Uran, stimmt. Ich wollte doch mal wieder. Da ist das andere Uran. Ich wollte doch mal wieder das Ding anschmeißen. Dafür brauche ich ja auch noch ein bisschen Uran. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. Jetzt bin ich da einmal runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Ich glaube, hier oben werde ich Creeper finden. Aber kein Ferris. Warum gibt es das nur so? Gibt es das wirklich nur tief? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Gehe ich halt wieder auch unten. Wenn es es nur in den unteren Sphären gibt, wie viel habe ich denn überhaupt? Ich habe sowieso keinen Platz mehr fast. Wo ist es denn? 4. Ich höre einen Creeper. Planschen. Weil wenn es nur schwimmt und sonst keine Geräusche macht, dann kann es eigentlich nur ein Creeper sein. Weil ein Skelett würde es ein komisches Knacken machen. Zombie wird röcheln. Da ist er ja. Genau das meinte ich. Nur der Creeper macht keine Geräusche. Außer seinem Zischen, wenn er direkt hinter dir steht und dich in die Luft reißt. Ah, ein Zombie. Ja, und hier ist auch nichts. Okay, das Redstone nehme ich jetzt doch mit. Ich kann dem nicht widerstehen.
Schwimm gegen den Strom. Ich kann es gar nicht mehr aufnehmen. So. Ach, warum habe ich das... Weißt du, mein Energy Pack und mein Ender Pouch habe ich nicht dabei, aber das habe ich dabei. Ich habe doch... Ich habe doch noch ein bisschen Platz. Kettensäge werde ich gerade nicht brauchen. Gunpowder. So, warte mal, was ist so rum? So, kann ich noch ein bisschen weitermachen. Kann man eigentlich so Art Restriktion einbauen bei diesem Import-Bus, dass es was Bestimmtes einfach nicht rausnimmt? Bestimmte Items? Geht das eigentlich? Ich habe das noch nie ausgetestet. Weiß aber gerade auch nicht. Ich frage jetzt einfach mal so blöd in die Runde. Während ich jetzt Zertus abbaue. Ich habe da eine Idee, wenn das klappen sollte. Zur Not könnte man es auch mit 12 verschiedenen Ender Pouches lösen. Aber ja. Will ich noch nicht verraten. Ja, jetzt renne ich wieder hier im Kreis rum. Silber lasse ich jetzt mal hier liegen. Wie wenig Ferris es gibt. Ist es normal, dass es so wenig Ferris gibt? Oder wie? Ich glaube, ich gehe doch wieder zurück. Vor allem, mich stört es, dass ich wenig Energie habe. Deswegen muss ich eigentlich fast zurück. Und ich schaue mal, was ich mit den 4 Ferris hier so alles anstellen kann. Na, war jetzt sehr erfolgreich. Not. Schade. Schade, schade, schade. Ab und zu sieht man zwar Kupfer durchblitzen, aber es ist halt kein Ferris. So, geht's nach Hause. Buch in 400 Meter Entfernung. Den Weg sehr lange folgen, oder wie ist es? So, hier durch den Wald rennen, ohne hängen zu bleiben. Hat schon mal super geklappt, nämlich nicht. Moment, heute müsste Freitag sein. Dann ist morgen, nicht vergessen, morgen ist Livestream, Nuked Event. 14 Uhr soll es losgehen, der Livestream. Warum ist es so laut hier? Moment. Habe ich die Einstellung? Ja, verdammt. Erstmal ins Bett. 14 Uhr ist dann Livestream. Fängt soll anfangen. Um 13:30 kann man sich aber schon auf dem Server einfinden. Das packe ich jetzt mal ganz ernst so rein. Weil wir ja noch Auswahlverfahren machen für die Teilnehmer. Sonst kann ich das eigentlich wieder da lassen. Und falls ihr mitmachen wollt, müsst ihr halt vorher da sein, damit ihr mit in dieses Auswahlding reinkommt. Und ja, dort suchen wir da jemand, der sieht uns die 4 Teilnehmer aus. Wo habe ich mein Energy Pack hingeschmissen? Habe ich es aus Versehen im ESS-Team reingetan? Energy... Nee. Habe ich es irgendwo vergessen beim Aufladen? Weiß gerade zufällig jemand, wo mein Energy Pack ist? Und vor allem meine Ender Pouch. Ah nein, kann ich überhaupt meinen Hammer hier aufladen? Ah ja, genau, das hat IO. Ich dachte, der war gerade. Ich bin verwirrt. Ich kann hier mal sämtlich durchgehen. Da ist eine MFI. Da ist nichts dran. Ach, ich wollte das Ding ja noch anschließen. Warte. Gehen wir mal Glaswasserkabel. Puh. Genau eins fehlt. So, kann ich das hier mit anschließen? Hammer. Pickaxe.
Wo habe ich jetzt meine Kettensäge hin? Also da. Ich bin doch ganz narrisch. Oder habe ich es aus Versehen an den Nagel gehängt? Wo habe ich das Zeug hin? Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Das heißt schon Energy Pack oder... Nee. Da ist es auch nicht. Nee, das ist ja gar nichts zum Aufladen. Brains. So, würde ich sagen, ich suche jetzt mal kurz mein Energy Pack. Keine Ahnung, wo das hin ist. Und vor allem meine Ender Pouch. Die hätte ich dann doch gerne wieder. Weiß vielleicht jemand, wo ich das hingetan habe? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde zwar jetzt trotzdem noch suchen und wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen, aber ich würde es jetzt dann doch interessieren. Ja, gut, auf jeden Fall, wie gesagt, morgen Nuked Event, Samstag, der 19.07.2014. Wir waren die IP, logsurf.de und dann Port habe ich jetzt vergessen. Ach komm, geht einfach auf logsblog. Logsurf.de und da stehen sowieso alle Informationen drauf. Wie gesagt, vielleicht hört man sich ja dann morgen. Sieht man sich, wie auch immer. Sehen wahrscheinlich nicht, aber gut. Ja, bis dann. Ciao.